Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Heute gibt es ein Mic-Mac-Tutorial für Anfänger, aber der besonderen Art. Wir werden heute folgende Themen behandeln. Ich möchte in erster Linie wissen, wenn ich schweiße, wie halte ich meinen Brenner? Führe ich das Ganze stechend, schleppend? Wie sieht das Ganze aus, wenn ich jetzt hier in diesem Bereich arbeiten will? Das heißt in der vertikalen Position. Schweiße ich fallend, schweiße ich steigend? Was muss ich da beachten? Was ist für einen Anfänger am einfachsten? Plus, wie sieht das Ganze, wenn wir tatsächlich mal über Kopf schweißen wollen? Typische Anwendung, du hast ein großes Bauteil, das kannst du nicht drehen, bewegen. Du musst es aber einmal in der waagerechten, in der vertikalen und in der Überkopfposition abschweißen. Und du willst möglichst schnell zu einem guten Ergebnis kommen. Und das wird es in diesem Video geben. Wir schauen uns jetzt die waagerechte Position an. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, Igor, ich nehme einfach den Mac-Brenner in die Hand, leg an und schweiß. Schweiß es ab, schleppend oder stechend. Ist doch egal, haben wir doch schon 1 Million Videos zu gesehen. Aber alleine hier kannst du dir sehr viele unnötige Fehler einbauen, die dir dann Kopfschmerzen bereiten und das wollen wir vermeiden. Und jetzt führe ich dir etwas vor. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde in erster Stelle einmal stechend schweißen, dann werde ich einmal schleppend schweißen und dann werde ich mal den Brennerwinkel verändern. Ich werde einmal den Brenner neutral halten und dann werde ich es übertreiben und Richtung unter 45 Grad, 30 Grad gehen und dann wirst du schon sehen, was passiert. Auf geht's! Bevor wir mit dem Schweißen beginnen, stellen wir unser Schweißgerät richtig ein. Ich habe hier 4 mm Stahlblech unligiert und ich kann anhand dieser Materialstärke rausfinden, anhand der Kennlinie, welche Parameter wir brauchen, dass du das für dich, für dein Schweißgerät übernehmen kannst. 4 mm Materialstärke, Ampere 139, Drahtvorschub 9,6 Meter die Minute und die Volt sagt uns 20,9. Mit diesen Settings kannst du 4 mm Bleche problemlos schweißen. Kann ein bisschen variieren, das kannst du ja für dich anpassen, ob du schneller oder langsamer bist. Aber wichtig ist, wir verwenden hier ein Mischgas, damit wir spritzerfrei arbeiten können. 18% CO2 in Argon. Unsere Masse ist am Minus angeschlossen, der Brenner ist am Plus angeschlossen und die Masse ist mit dem Schweißtisch verbunden. Wir legen los. Du bist Anfänger und willst deine erste Kehlnaht schweißen. Kehlnaht für dich sieht so aus und wir wollen da drin schweißen. Jetzt hast du gesehen, jemand schweißt stechend, jemand schweißt schleppend und jemand hält das Ganze neutral. Was passiert da? Was ist jetzt das Beste für dich? Was würde ich für einen Anfänger empfehlen? Schauen wir uns zu Beginn das stechende Verfahren an. Stechend heißt, dass ich den Brenner in die Richtung halte, leicht gekippt in die Richtung, die ich schweiße. Also ich steche ein. Ja, ich steche ein. Deswegen heißt es stechend. Logisch. Welche Vorteile habe ich, wenn ich das Ganze stechend abschweiße und wieso schweiße ich in der Regel immer stechend? Für mich ist es halt der wichtigste Punkt, dass ich sehe, wohin ich schweißen muss. Plus, ich schaffe es durch das stechende Verfahren und durch diese leichte gekippte Haltung vom Brenner, eine schöne konkave Schweißnaht, also ein schönes gleichschenkliges Amas aufzubauen. Ja? Das heißt, ich schaffe es, ein schönes gleiches Amas aufzubauen. Es ist nicht zu stark überwölbt und es ist nicht eingefallen. Das ist der große Vorteil von dem stechenden Verfahren, was ich auch dir empfehlen würde. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie sieht das Ganze aus, wenn wir schleppend schweißen? Schleppend heißt, dass wir den Brenner fast in der gleichen Position haben, aber in die andere Richtung fahren. Also wir ziehen das Schweißbad hinterher. Das wird auch sehr oft gemacht. Ich empfehle dieses Verfahren auch. Du hast hier auch einfach mehr Temperatur im Schweißbad. Das heißt, du hast auch hier einen besseren Einbrand. Das sieht man zum Beispiel hier an diesen zwei Blechen. Ja, man sieht hier diese Wärmeeinflusszone. Die hast du beim schleppenden Verfahren viel höher. Dass du die Wurzel hier erreichst und guten Einbrand hast, bist du hier beim schleppenden Verfahren bist du viel sicherer. Durch diese gekippte Brennerhaltung schaffst du auch hier eine schöne konkave Schweißnaht, die du ja haben willst. Jetzt kommt der Punkt, wie sieht das Ganze aus mit der neutralen Position? Neutral wird auch geschweißt. Neutral heißt relativ gerade der Brenner, egal jetzt in diese Richtung oder in diese Richtung, also in keine Richtung gekippt. Die meisten Roboter schweißen ja so. Die Gefahr ist da für den Anfänger, dass er sich da eine gewisse Überwölbung reinbaut, was wir hier sehen. Ja?
Hier sehen wir das Ganze. Schon stark überwölbt, was ich ja natürlich nicht für gut heiße. Und deswegen empfehle ich diese neutrale Position für den Schweißanfänger nicht, sondern leicht gekippt. Jetzt gibt es aber noch zwei Punkte, die du beachten solltest. Der eine Punkt ist, wenn du mit dem Kippen übertreibst, in der stechenden Position, dann kann es passieren, dass du es nicht mehr schaffst, den Wurzelpunkt zu erreichen. Ja? Du kommst nicht tief genug rein, du schweißt auf dem Schweißbad, dann wird das Ganze unruhig, kommt zum Stottern und sieht auch nicht mehr so schön aus, was wir jetzt hier sehen. Jetzt kommt der wichtigste Punkt, wie weit halte ich den Brenner von meinem Schweißbereich? Ja, wie weit ist da der Abstand? Gibt es da eine Regel? Ganz klar, wie beim Wolframschweißen, ähnlich. Durchmesser deiner Elektrode, hier in dem Fall 0,8, Faktor 10, das heißt, wir wären jetzt hier bei 8 mm plus 2. Das kannst du auch auf 1 mm und auf 1,2 mm anwenden. Das heißt, wir müssten hier einen guten Zentimeter Abstand halten. Ein guter Zentimeter ist ja ungefähr so viel. Jetzt weißt du, wie viel Abstand du halten musst, 10 mm, aber wie findest du raus, ob der Abstand zu lang oder zu kurz ist? Zu kurz ist ganz klar, dass du eigentlich schon fast mit deiner Düse dein Schweißbad berühren kannst, vielleicht kleben bleibst oder wo du einfach nicht siehst, wo es lang geht oder noch schlimmer mit dem Stromkontaktrohr ins Schweißbad kommst, gibt's alles. Viel schlimmer ist es aber, wenn man den Abstand viel zu lange macht und das hat einer von euch bestimmt schon mal gehabt, dann merkst du, wie der Draht komischerweise anfängt zu spucken, zu stottern, unkontrolliert. Teilweise brechen Drahtelektroden ab und fliegen da ins Schweißbad und dann guckt da so ein Igel raus. Ist doch ganz klar, wenn wir den Abstand zu weit machen, haben wir ja das eine Problem, dass unser Schutzgas irgendwann da nicht schafft, den kompletten Bereich abzudecken. Dann habe ich hier solche Poren, ja, weil da Luft dran gekommen ist. Und ich kriege es einfach nicht mehr hin, eine gleichmäßige Schweißnaht aufzubauen. Ja? Das kriegst du einfach nicht kontrolliert. Deswegen achte drauf, schau, dass du so circa einen Zentimeter Abstand hältst, dann bist du sicher, dass das auch klappt. Jetzt haben wir die Situation, dass wir diesen Bereich schweißen müssen und wir können das Bauteil oder das Auto oder diesen großen Bagger nicht einfach auf die Seite schmeißen. Wir sind gezwungen, in dieser Position zu arbeiten. Wie schweiße ich das Ganze jetzt? Mache ich so? Was würde ich einem Anfänger empfehlen? Hier gibt es zwei Sachen, die wir machen können. Der erste Part ist, das fallende Schweißen. Viele werden sagen, oh, Fallenschweißen, ich habe mal gehört, das darf man nicht. Nein, Fallenschweißen ist erlaubt, das funktioniert auch. Du musst da nur ein paar Dinge beachten, weil das Fallenschweißen ist für den Anfänger, damit die Schweißnaht schön wird, viel einfacher. Und das empfehle ich auch dem Anfänger. Wir müssen hier aber eins beachten beim Fallenschweißen, dass das eventuell bei bestimmten Bauteilen nicht zugelassen ist, weil die Gefahr ist einfach da, dass du auf der Schmelze schweißt und dass du es nur geklebt hast und keinen ordentlichen Einbrand hast. Und jetzt kommen wir automatisch zum nächsten Punkt, ordentlicher Einbrand, den wollen wir ja. Wir wollen immer 100% reinkommen. Deswegen macht man das Ganze steigend im Tannenbaumverfahren, im Pendelverfahren, habe ich euch schon mal gezeigt. Hier gibt es aber einen wichtigen Punkt, du musst deutlich mit den Parametern runter. Also wenn wir jetzt hier bei 4 mm bleiben, müssen wir die Maschine folgendermaßen einstellen. Bei 4 mm empfehle ich, wenn ich steigend schweißen will, die Tannenbaumtechnik, dass ich das Ganze kontrolliert schweißen kann, gehe ich sehr weit mit den Einstellungen runter. Ich arbeite hier in der Regel mit 86 Ampere und einem Drahtverschub von 5,1. Dann kriege ich das Ganze geregelt im Kurzlichtbogen. Wie sieht die Technik aus? Ist eigentlich ziemlich einfach. Du startest auf irgendeiner Seite und gehst zuerst in die Mitte. Ja? Du gehst ganz kurz in die Mitte. Du wirst ja da reinkommen, du wirst ja einen gewissen Einbrand haben. Und wenn du das geschafft hast, gehst du nach links, bleibst da ein bisschen, baust auf, weil wir haben hier nicht so viel Abschmelzleistung. Der Drahtvorschub ist ja nur bei 5,1. Dann wechselst du langsam rüber, vielleicht ein bisschen flotter, damit die Naht nicht überwölbt wird. Auf die rechte Seite bleibst du da. Machst das Ganze nicht zu knapp, sonst wird die Schweißnaht zu schmal. Bleibst auf der rechten Seite, baust genug auf und dann schwingst du nach oben in die Mitte. Zack, bist in der Mitte, schweißt die Wurzel auf. Du siehst, dass sich schon zu viel Schmelzgut da aufbaut. Das heißt für dich sofort wieder etwas runter auf die linke Seite, warten, aufbauen, rechte Seite, warten, aufbauen und dann das Ganze wiederholen. Also quasi unseren typischen Tannenbaum. Hoch,
runter, links, rechts, hoch, runter. Ja? Das ist ja keine Wissenschaft. Wenn ich jetzt einfach nur hochpendeln würde, besteht die Gefahr, dass ich mir halt meinen Wurzelpunkt verpasse, dass ich da nicht genug reinkomme. Und wenn ich das Ganze zu schmal pendle, ja, dass ich nicht genügend nach rechts, nach links gehe, kann passieren, dass die Schweißnaht recht schmal wird. Würde ich dir auch nicht empfehlen. Schaut einfach zu und macht es nach. Meiner Meinung nach ist das Steigenschweißen schon eine Herausforderung. Dafür brauchst du sehr viel Übung. Da musst du schon einige Meter geschweißt haben. Deswegen ziehe ich meinen Hut vor den Jungs, die das tagtäglich machen als Schweißer und die schönsten Schweißnähte zaubern. Wenn du als Anfänger startest und es klappt nicht beim ersten Mal, nicht verzweifeln. Es wird funktionieren. Mit aller Ruhe, mit der Leistung runter und dann kriegst du das auch hin. Ich empfehle aber denjenigen, die jetzt schnell als Anfänger eine schöne Schweißnaht haben wollen, in der Position, kannst du es durchaus mal fallend machen. Weil das wird dir viel einfacher gelingen, du bist viel schneller unterwegs. Das Problem ist aber da, es darf nichts sein, wovon ein Menschenleben abhängt. Ja? Wo würde ich das fallende Schweißen einsetzen? Wenn ich schnell draußen mal am Gartentor oder an meinem Zaun oder in der Garage, wo kein Menschenleben von abhängt, schnell etwas schweißen muss und es einfach haben will, dann mache ich das. Wenn ich es aber richtig machen will, mit einem ordentlichen Einbrand und ich sicher gehen will, dass das halten soll, mache ich das natürlich steigend. Kommen wir zu unserem letzten Part, einem einfachen Part, über Kopfschweißen. Du wirst sagen, wie über Kopfschweißen, Zwangslage ist einfach. Es ist einfach. All das, was du weißt, wie du in der waagerechten Position arbeitest, kannst du über Kopf auch verwenden, weil es läuft genauso. Der Lichtbogen schafft es, die Schmelze oben zu halten. Kann natürlich passieren, wenn du zu langsam bist, dass du dir zu viel Schmelze aufbaust und dir das Ganze runtersackt. Hier schweißt du genauso. Stechend, etwas Brenner gekippt oder schleppend, Brenner gekippt. Wenn du natürlich mit der Leistung übertreibst, ja, wenn du schon Richtung Sprühlichtbogen gehst, kannst du es nicht mehr kontrollieren, dann wird dir garantiert das Schweißgut runtersacken oder sogar tropfen. Das heißt, ich würde das Überkopfschweißen empfehlen, so bis maximal 160 Ampere, dann kriege ich das noch kontrolliert. Sonst wende ich alles genauso an, als würde ich in meiner horizontalen Position arbeiten. Ich wende das einfach alles über Kopf an. Und dann läuft das auch. Vielleicht noch Arbeitssicherheit, dass dir ein paar Schweißspritze auf deinen Kopf kommen könnten. Da sollst du natürlich aufpassen. Konzentriere dich mehr auf das obere Blech. Ja, konzentriere dich nicht auf das untere Blech, auf das obere Blech. Und was ich festgestellt habe, das sieht man auch in der Nahaufnahme, ich neige dazu, immer wieder ein Stückchen auf das obere Blech zu gehen. Immer wieder ein Stückchen auf das obere Blech zu gehen, weil damit kriege ich die Schweißnaht auch mehr in die Kehle nach oben gedrückt. Wie gesagt, sieht man in der Schweißnaht. So, meine lieben Schweißtechnikfreunde, das waren unsere drei Bereiche: waagerechte, vertikale, Überkopfposition. Dazu gibt es natürlich technische Bezeichnungen wie PB, PD, aber damit will ich euch jetzt nicht erschlagen. Du bist ja ein Anfänger, du willst jetzt loslegen. Das sind meine Tipps. Probier es aus. Wenn du Anregungen hast oder Fragen hast, schreib das unten hinein. Ich kümmere mich drum. Meine lieben Schweißtechnikfreunde, bis demnächst.